Wir sind wieder zurück bei Let's Play FIFA 15 Karriere und wir spielen jetzt gegen den FC Nantes. Jawohl! Ja, das erste Spiel in der Europa League K.O.-Phase steht an und ich bin sehr, sehr gespannt, was da so passieren wird. Das Hertha-Spiel war ja mehr als kontrovers. In den Kommentaren wurde vielseitigst diskutiert darüber, ob es in Ordnung war, dass ich dann am Ende mit Weise einfach vorgerannt bin. Aber ganz ehrlich, ich bin ganz, ganz ehrlich zu euch, wenn diese Sache mit dem Bug am Anfang nicht gewesen wäre, ja, also es ist ein Bug, es ist ein Spielfehler, das kannst du mir nicht erklären, dass das irgendwas anderes war. Es war definitiv ein Spielfehler, für den ich nichts konnte. Und deshalb dachte ich mir einfach, gut, dann nutze ich jetzt in dem Fall halt auch mal einen Bug, um das Ganze wieder auszugleichen. Ich habe keinen Bock, deswegen 2-1 zu verlieren. Ja, und warum sollte ich dann nicht auch einen Bug benutzen, um quasi wieder in Gleichstand zu geraten? Ich meine, wir haben ja nicht verloren, wir haben ja nicht gewonnen durch diesen Bug, sondern wir haben uns dieses Unentschieden geholt, was auch so zustande gekommen wäre. Ja, also da muss man mal ein bisschen aufpassen, was man da vielleicht in den Kommentaren so von sich gibt. Denn wie gesagt, es war ja in dem Sinn kein Vorteil, den wir dadurch erhalten haben, sondern wir haben ja uns nur das Tor zurückgeholt, was uns quasi Minus geschrieben wurde, als wir dieses Eigentor geschossen haben, wofür wir aber nichts konnten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen jetzt gegen FC Nantes in der Europa League. Das wird super, da freue ich mich drauf. Boah, FIFA lädt heute aber ganz schön lang, Alter. Ist ja echt ein kleiner Krampf heute. So, wir spielen im Schnee? 16. Februar, wir spielen im Schnee? Okay. Auch nicht schlecht. Ich meine, machen wir natürlich, ist natürlich kein Problem. Mal ganz kurz, mal dahin, pam, naja, gut. Okay, wie spielen wir? Das ist die Frage. Zambrano ist wieder da, das ist schön. Da gehe ich aber noch mal kurz in das andere Menü vorher. Nochmal zurück. Da möchte ich nämlich die Aufstellung wieder sozusagen standardisieren. Aber wieso lädt das denn heute so? Ich kann nichts machen gerade. Was ist denn da los? Ah ja, jetzt geht's wieder. Mann, Mann, Mann. So, bereite ich schon auf FIFA 16 vor oder was? So, Opara kriegt wieder den angewärmten Platz auf der Bank. Huch, das war der falsche. Oh, wobei, warte mal, nee. Zambrano ist ja tot. Gut, dann kriegen die, die nicht dabei waren, die kriegen jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Son zum Beispiel, der bleibt auch daheim. Das kann ich ja nicht machen. Die sind ja totgespielt. Nee, dann lassen wir das so. Dann hat das gar keinen Sinn. Dann brauche ich die gar nicht, auch gar nicht antreten lassen. Huch. Weil... Naja, weißt du Bescheid. Das bringt ja nichts. So, wisst ihr, wie langsam das heute ist? Was ist denn da los einmal? Kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann geht's jetzt also los gegen den französischen Erstligisten. FC Nantes. Ich guck mal gerade kurz in die Spieleinstellungen. Was haben wir da Schönes? Was ist denn da mit dem Kabel los? Sag mal, das ist so verdreht. Ich muss mal mein Kabel entwirren. So, ich glaube, so ist besser. Warte mal, so. Okay. Weltklasse passt. Das ist in Ordnung. Schnee, wollte ich. Lassen wir den jetzt an oder machen wir ihn aus? Lass mal ankommen. Scheiß doch der Hund drauf. Spielen wir halt mal im Schnee. Ist auch mal ganz lustig. Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Habe ich eigentlich noch einen Kaffee? Warte mal. Ne. Der Kaffee ist leer. Und schon 10 Tage alt. Was? So, können wir ein bisschen Tormannschießen hier machen. Pam! Brand, Alter. Was ist mit ihm los? Boah. Yo, Alter, was geht mit Brand denn ab, Alter? Ist ja mega. Das ist ja voll der Rocker. So. Ui, ist da zugeschneit hier. Was ist da denn los, Alter? It's Euroleague Time! Gegen den FC Nantes! Ich glaube, weiß ich, auf Deutsch heißt er Nantes. Ich glaube aber auf Französisch wahrscheinlich irgendwas mit Nantes oder so. Da spricht man das S ja meistens nicht aus. Das ist der Topstürmer, 33 Jahre alt, Umut Bulut. Der Türke. Wisst ihr, jeder hat einen Major in seiner Mannschaft. So, auf geht's! Boah, ist aber, nächstes ist es ein gelber Ball. Bin ja schon mal glücklich drüber. Oh, erster Ballgewinn. Janosai. Und das ist Junosovic. Boah, man hat aber schon so seine Probleme, den Ball zu sehen, ne? Ich glaube, Orange wäre besser gewesen. Ich meine, es geht. Aber... Scoufé, was macht der denn da? Das Schlimme ist, ich sehe meine Spieler so schlecht irgendwie.
Ich denke mal, das liegt eher an meinen Augen. Okay, wäre abseits gewesen. Super vom Brand. Ball noch behauptet. Und Özcanali, das war ein super Pass. Schön. Cutlets. Auf Junuzovic, schade. Super von Junuzovic. Dazwischen gegangen, kein Foul. Nein, 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 nein. Easy, weasy. Alles easy, Kamerad. Und Dietmeier. Und Janoschai. Und Brandt. No. So weiter, aber die Stimmung im Stadion ist gut. Da ist schon so ein kleiner Hexenkessel. Hört man. Und natürlich ist unser Ziel, das Spiel hier so gut es geht zu bestreiten. Natürlich ein Auswärtstor wäre epochal wichtig. Es gäbe nichts Besseres. Na, Janoscha ist im Abseits. Cutlets aber eigentlich nicht. Cutlets hätte den theoretisch gesehen noch kriegen können, aber jetzt abseits gepfiffen vom Schiedsrichter. Da haben wir ihn. Die geile Sau. So, ich habe übrigens einen Tag Zeit gelassen zwischen der bitteren, Versagen im Ultimate Team. Ja, also es liegt einen Tag zwischen den zwei Aufnahmen hier, weil, ja, ich konnte einfach nicht. Es war einfach eine sportliche Sperre in meinem Leben. Was? Oh, Brandt. Was macht er denn da? Brandt! Schöner Ball gewinnen. Cutlets! 15 Minuten rum. So eine richtige Torchance hatten wir bis jetzt noch nicht. Doch einen Torschuss hatten wir, glaube ich, bis jetzt. Aber das war's auch schon. Ansonsten sieht es bis hierhin eigentlich ganz gut aus. Wir haben das Spiel im Griff. Das ist doch das Wichtigste eigentlich. Dickmeier und Aigner. Oh, Cutlets da vorne. Guck mal. Das sieht gut aus. Flanke auf Brandt. Brandt! Ah. So, Junuzovic, wir setzen auch mal Sissoko. Ein bisschen unter Druck, hat ganz gut geklappt, glaube ich. Oh, Janoschai, kommt da beinahe in Ballbesitz. Ah, den wollte ich eigentlich jetzt auslassen, aber ging nicht. Opara. Opara zieht mal an. Und Freistoß. Ich weiß gar nicht warum. Warum es da jetzt Freistoß gibt. Aber den nehmen wir natürlich gerade mit. Haben wir einen Linksfuß im Team? Janoschai ist Linksfuß. Na komm schon, Janoschai. Beende meinen Fluch, bitte. Janoschai, abgefälscht. Das heißt, Eckball gibt's. Ja, Rüdiger steht jetzt hier in der Mitte. Ich hätte auf ihn passen sollen. Und Aigner. Oh, was war da denn los? Plötzlich standen wir da vorm Tor. Und keiner weiß, warum, wa? Das ist so, ne? Das ist so. Özcanali. Ja. Janoschai hätte gerne den Ball. Ich warte da oben eigentlich auf Aigner, dass er rennt, aber er macht's nicht. Vorsicht. Konter von Nante, aber nein. Ich behalte jetzt einfach mal den Namen Nantes. Einfach mal, weil... Weiß nicht, dass Nante falsch ist und dann haben wir den Salat. Brandt. Der Flügelflitzer und Cutlets. Cutlets! Rizhmanova. Mirpopetrovsk. Oh, Vorsicht. Wäre tut. Krapke. Was? Was sind alle für Namen hier? Das hört sich ja fürchterlich an. Auf da! Boah, gefährlich. Ganz stark von Skouffé. Ganz, ganz starke Parade. Das war eigentlich das 1-0, also dachte ich zumindest. Dietmeier. Leichtes Überzahlspiel im Moment. Janoschai zieht zwei auf sich. Dietmeier. Konterfußball. Nein. Ah. Das war nicht gut genug. Sag ich. Oh, Vorsicht. Bulut. Das ist natürlich ein Stürmer vor dem Herrn. Opara ist noch da. Schön. Stark gemacht von Opara. Richtig gut verteidigt. Brandt. Brandt, ja, der geht mal steil da unten. Ja, wohin ist die Frage? Passversuch auf Aigner, der kommt nicht an. Ja, uns fehlt noch so ein bisschen die Spielidee, habe ich das Gefühl. So dieses letzte Pam, weißt du? Wo du dann auch sagen kannst, yo, jetzt geht das steil hier. Stark gemacht von Janoschai. Cutlets, Bandowski geht nicht mit. Muss er eigentlich auch nicht, weil er ist ja kein Stürmer.
Hat da vorne eigentlich ja nicht verloren, ne? Hat da vorne ja nicht verloren. Oh, gut gemacht. Wir rennen viel hinterher im Moment. Das gefällt mir nicht so. Sissoko. Gut gespielt. Boah, Dietmeier ist da. Lewandowski. Schick Brandt. Yo! Aber Brandt ist zu langsam. Ah, der hat einen Höllenbrand, ey. Den konnte er nicht so schnell rennen. Dietmeier auf Aigner. Und Cutlets. Macht zu viel Show. Ich mach zu viel Show mit Cutlets. Ich kotze. Tja, direkt einfach trocken rauf da, ey. Wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. Bulut. Vorsicht, Gapke. Opara ist da. Yo. Nein, Vorsicht. Veretout. Schön von Junuzovic. Öztunali. Auf Cutlets! Wahnsinnspass! Cutlets! 1-0! Boah, was für ein Weltklasse-Pass von Öztunali. Boah, war der gut! War der gut. Alter, dieser Traumpass von Öztunali hinter die Abwehr. Richtig, richtig gut. Boah. Wamsinator, Alter. 7 Tore jetzt von Cutlets. Schließt damit gleich mit Hernandez von Manchester United. Zumindest vor diesem Spiel. Und jetzt ist Pause und wir führen 1-0 zur Pause. Auch das ist wichtig und das heißt, wir haben das Auswärtstor, was wir brauchen. Und das sind die Ergebnisse der anderen Partien. Arsenal steht im Moment 1-1 gegen Sevilla. Das wäre dann wohl unser Gegner geworden, wären wir Zweiter gewesen. Hoffenheim führt 1-2 gegen Twente, das ist auch ziemlich interessant. Manchester United führt 1-2 gegen Spartak Moskau, auch ziemlich cool, wenn Manchester weiterkommt. Milan wäre auch geil, wenn die weiterkommen. Und natürlich auch Atletico, die führen 1-0 gegen Saint-Étienne. Boah, das sind schon geile Namen, also wäre schon Style, um also gegen Milan oder gegen Manchester oder Atletico Madrid oder so, boah. Das ist schon ein Traum. Das wäre toll. Cutlets. Im Moment sieht es ja gut aus. Na gut dabei. Junuzovic. Oh. Schön rausgespielt. Von dem jungen Willen da. So, Junuzovic mit der Ecke. Kommt. Torwart ist da. Ja. Szczesny. Heißt er, glaube ich, oder? Szczesny? Ich weiß es nicht. Ich habe immer mit der Aussprache Probleme. So vom Sinn her verstehe ich die Namen meistens. Aber die Aussprache ist halt immer so ein Ding. Cutlets kommt da nicht hin. Schade. Aber ansonsten geht das eigentlich schon. Brandt. Oh, Cutlets probiert es da mal mit einem Kunststück. Und der Ball ist weg. Wenn wir natürlich das 2-0 schießen könnten, würden das dann halten. Das wäre natürlich schon episch. Starker Pass von Öztunali. Der kommt auch noch an. Aigner mit der Flanke. Yo. Boah. Also Öztunali spielt heute einen Sahnepass nach dem anderen. Muss ich echt mal sagen, dickes Lob an Levan. Da ist er wieder. Und auch das mit der Ballbehandlung klappt heute sehr gut. Aigner. Schöner Pass. Janosai. Boah. Schade. Bulut. Ja, Bulut. Schöner Pass. Aufgepauscht. Was macht denn Opara da, ey? Ist er jetzt verletzt oder was? Nee, sieht nicht so aus. Da ist er wieder, Öztunali. Und der Pass kommt wieder an. Ich möchte gerne mal die Passquote von Öztunali heute sehen. Und Dietmeier kriegt den. Dietmeier mit der Flanke. Yo, Cutlets. Oh. Im Moment können wir mit 3 Mann verteidigen. Das reicht momentan. Ist natürlich gefährlich, mit 3 Mann nur zu verteidigen. Aber wie gesagt, solange es im Moment noch geht, alles gut. Traumpass. Vorsicht.
Lewandowski. Oh, schön gespielt. Rückraum abdecken. Rückraum abdecken. Diekmeyer. Oh, Cutlets verliert da ziemlich leicht den Ball. Ich glaube, wir wechseln aber auch mal aus. 63. Minute, das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um mal einen Wechsel vorzunehmen. Brand kriegt man ein Päuschen. Für ihn kommt Stendera und Stendera geht dann in die Mitte. Janosch dafür auf die Außen. Auf rechts bringen wir Weiser. Und im Sturm, nee, wir müssen Merkel bringen. Cutlets muss durchspielen, leider. Ich hätte mal Juha gern zurückgebracht. Aber Cutlets muss durchspielen, weil Özcanali muss raus. Sehr schade. Also, Bombenleistung heute. Von Özcanali. Richtig gut. Aigner. Die olle Kampfsau. Nein! Janosch ist verletzt. Scheiße. Gut, hätte der Wechsel vielleicht ein bisschen früher kommen müssen. Vielleicht hat er ja nur einen Krampf. Ich will's hoffen. Yo! Aigner. Oh nein! Schön gespielt. Dejean. Oder so. Scoufé weg damit. Janosch, der Verletzte. Kämpft aufopferungsvoll, stark. Schön gemacht. Junuzovic geht auf Nummer sicher. Und Özcanali mit dem Pass. Cutlets. Oh, ich musste aber den Haken nochmal nach innen machen. Das ging nicht anders. Ah, okay, Wechsel durchzogen. Vollzogen. Opara. Jo. Ah, das ist ein großer Bär. Das ist ein stämmiges Bürchen. Bürchen. Stämmiges Bürchen. Puh. Okay, bis hierhin sieht's gut aus. Wir führen mit 1-0. Das ist dieses Auswärtstor, das wir brauchen. Ein Auswärtssieg wäre natürlich bombastisch. Zwei Auswärtstore wären natürlich besser als eins, ist klar. Aber eins ist auch okay. Solange der Gegner kein Tor schießt, Freistoß gibt's. Ich glaube, das Foul ging von Cutlets aus. Und deshalb kriegt er noch gelb. Ja, gut. Also das Spiel an sich war eigentlich relativ fair gewesen. So, Bulut geht runter. Mehr als 75 Minuten backt er nicht mehr. Mit seinen 33. Vorsicht. Boah. So. Cutlets. Yo. Der hat noch Frische. Der hat noch Frische. Cutlets. Ja. 2-0. 2-0. Durch Václav Cutlets. Konter, wie er im Buche steht. Ja, Mann. Boah, perfekter Abschluss. Perfekt im richtigen Moment den Ball gezimmert. Keine Chance für den Torwart. Hier. Boah, da war er zu überrascht. 8. Saisontor von Václav Cutlets. Sehr gut. Sehr gut. Sergei Piputkin. Gefällt das? Ne, Hammer. Hammergeil. 2. Auswärtstor. 2. Tor von Cutlets. Also das ist echt ein Europa-League-Bomber. Kannst du sagen, was du willst. Was macht Rüdiger denn da, ey? Was ist mit ihm denn verkehrt? So, den hat der Torwart, ja. Diekmeyer. Cutlets und Stendera. Oben. Janosch. Boah. Shit, wir haben Janosch ja gar nicht ausgewechselt. Fällt mir gerade ein. Naja, egal. Die 10 Minuten kriegt er auch noch rum, inklusive Nachspielzeit. Das packt er schon irgendwie. Muss er packen. Nicht nur seine Sachen, sondern auch diese Spielzeit noch, die restliche. Sehr gut. Also von der Verteidigung her passt das wirklich easy heute. Cutlets. Der wird ja nimmer müde hier. Flanke kommt. Der kommt sogar nochmal. Aigner und Tor! 3-0! Stendera! Boah, Marc Stendera? War das Marc? Marc Stendera? Ich weiß es nicht mehr. So, die Flanke abgefälscht zu einer Kerze. Aigner ist da. Pam.
kein Abseits. Super gespielt. Und dann ist es Stendera, der per Kopf trifft. Das ist auch durchaus... Marc Stendera hieß er, genau. Das ist durchaus auch eine Seltenheit, ne? Dass Stendera den Ball per Kopf ins Netz haut. Habe ich jetzt auch noch nicht so oft erlebt. 3-0, Alter. Und damit ist das Ding... Ja, ich würde nicht sagen fast durch, aber fast gegessen. Das bedeutet jetzt in dem Fall, die müssten in unserem Stadion zu müssten bei uns zu Hause im Stadion 3-0 gewinnen, beziehungsweise 3-0, ja doch 3-0 gewinnen. Dann wäre es aber gerade mal Verlängerung. So, Cutlets geht nochmal. Cutlets. Wenn ich ihn da querlege, dann wird's hier peinlich. Aber das mache ich halt nicht. Mal gucken, mal eine Variante probieren. Oh, schade. Weiß ich nicht, ich wollte das auch mal probieren. Ich habe das schon so oft bei Ultimate Team bei Leuten gesehen. Und dachte ich mir, oh ja. Wer ist da? Junuzovic. Ey! Elfmeter! Boah, was ist denn hier los, ey? Was ist hier denn los? Elfmeter für die Eintracht. Und das könnte die endgültige Vorentscheidung werden. Die werden ganz sicher nicht 4-0 bei uns gewinnen. Wobei haben wir natürlich jetzt auch bei denen, ne? Das ist natürlich immer klar. So, Cutlets tritt an. Und ich würde sagen, das hört sich auch gut an. Das kann man heute mal machen. Schade, dass Özcanali nicht mehr drauf ist, sonst hätte ich den schießen lassen. Aber ansonsten macht Cutlets das. Der macht das eigentlich ganz gut. Cutlets. Tor. Drittes Tor von Cutlets. Das Ding ist sowas von durch. Der war eigentlich gar nicht so gut geschossen. Ah, fast zu mittig eigentlich. Fast schon zu mittig. Hier, guck mal. Ja, oh, den hätte er eigentlich auch haben können. Easy, aber gut. Neuntes Euroleague-Tor von Cutlets. 4-0 steht es. Und wir rasen weiter durch Europa. Wie gesagt, zu 99,9% war das die Vorentscheidung. War das der Einzug ins Viertelfinale zu 99,9%. Und dieses eine 0,1% ist eben, wenn Nantes bei uns 4-0 gewinnt, gibt es Verlängerung, gewinnen sie 5-0, dann sind sie weiter. Wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem möglich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter, 15 Uhr mit FIFA 15 Karriere und kleine Informationen noch für alle Karrierezuschauer. Morgen um 13 Uhr gibt es dann dieses 200 Goldpacks, Goldpack-Öffnungen als Jubiläum für 200 Folgen Ultimate Team. Das wird auch ziemlich lustig, da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass ihr da dann auch mit dabei seid. Bis zur nächsten Folge, tschüss!